Hallo, mein Name ist Alex. Das ist der Opel Insignia. Ein großartiges Auto mit einer großartigen Innovation. IntelliLink, ein intelligentes Infotainment-System, mit dem Sie immer in Verbindung mit Ihrer Außenwelt sind. Mit IntelliLink haben Sie Zugriff auf Radio, Navigation, Ihr Mobiltelefon und andere elektronische Medien wie Ihren MP3-Player. Dabei haben Sie die Wahl zwischen vier einfachen und intuitiven Eingabemöglichkeiten, je nachdem, welche Ihnen angenehmer oder der Situation angemessen ist. Im oberen Teil der Mittelkonsole befindet sich der 8-Zoll-Touchscreen mit den dazugehörigen Bedienknöpfen. Mit simplen Wischbewegungen des Fingers können Sie so zum Beispiel einfach durch Listen navigieren. Ein Finger genügt, um IntelliLink bequem über das Touchpad zu bedienen. Hinzu kommt die Lenkradfernbedienung, mit der Sie Zugriff auf die Hauptfunktionen von IntelliLink haben. Oder Sie benutzen diese Taste, um die Spracherkennung zu aktivieren und Anweisungen mit Ihrer Stimme zu geben. So können Sie sich voll auf den Verkehr konzentrieren und dabei Ihren Lieblingssong anwählen, navigieren oder einen Anruf tätigen. IntelliLink lässt sich unter anderem mit dem Touchscreen und den darunterliegenden Tasten bedienen. Alle Funktionen können über das Hauptmenü einfach ausgewählt werden, indem Sie auf das entsprechende Element mit dem Finger drücken, das Touchpad bedienen oder den Menüdrehknopf verwenden. Ein weiterer Vorteil dieses Infotainment-Systems: Sie können es an Ihre Bedürfnisse anpassen. Platzieren Sie Ihre meistgenutzten Funktionen direkt im Hauptmenü und speichern Sie bis zu 60 Favoriten wie Telefonkontakte, Radiosender, Lieblingssongs, Sonderziele, oft genutzte Navigationsziele und vieles mehr. Was Sie auch vorhaben, Ihre Favoriten sind nur einen Fingertipp entfernt. All dies funktioniert einfach und intuitiv. Tippen Sie auf einen Favoriten und schon haben Sie Ihren Lieblingssender abgespeichert. Mithilfe der Symbolleiste können Sie dann einfach zu anderen Funktionen wechseln, zum Beispiel zur Navigation, und das ohne zum Hauptmenü zurückzukehren. Mit dem Touchpad können Sie Ihr Infotainment-System bequem mit einem Finger steuern. Begleitet durch ein spürbares Vibrieren können Sie von einem Element zum nächsten wechseln. Um ein Element anzuwählen, bewegen Sie den Cursor über dieses und drücken Sie auf das Touchpad. Oder verwenden Sie Mehrfingergesten, wie beispielsweise eine Dreifinger-Wischbewegung, um Ihre Favoriten aufzurufen. Mit einer Zweifinger-Wischbewegung können Sie in Karten zoomen. Die Steuerung mit Mehrfingergesten ist eine absolute IntelliLink-Innovation und in keinem anderen Fahrzeug erhältlich. Doch das ist noch nicht alles. Wenn Sie diese Taste drücken, brauchen Sie Ihre Zieladresse nicht mehr einzutippen. Sie können einfach auf dem Touchpad Buchstaben schreiben. Das System liest Ihre Eingabe vor, sodass Sie Ihren Blick nicht von der Straße abwenden müssen. Schon nach dem ersten Buchstaben werden Ihnen bereits verwendete Navigationsziele vorgeschlagen. Sie müssen nur noch die richtige Adresse über das Touchpad auswählen. Handschrifterkennung. Ist das nicht großartig? Ein weiteres Highlight: Sie können Bordcomputer, Telefon, Audio und Navigationssystem auch steuern, ohne dabei die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Mit der Spracherkennung bietet Ihnen IntelliLink eine weitere praktische Form der Eingabe an. Sie können über diese Taste mit Ihrem Opel Insignia kommunizieren und anhand kurzer Sprachkommandos wie »Spiele Mozart« oder »Ruf Sabine im Büro an« Anweisungen geben. Um ehrlich zu sein, IntelliLink begeistert mich dermaßen, dass ich stundenlang in meinem Insignia sitzen könnte, ohne überhaupt Lust zu fahren.